So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Cities in Motion 2. Und jawohl, wir haben ja hier endlich unser erstes Projekt am Laufen. Und wir haben hier einen kleinen Stau, den müssen wir, glaube ich, mal ausbalancieren. Über eine Ausweichspur, Einzelgleis am besten. Da wir sonst da ein bisschen viel Verkehr haben können. Auf den Gleisen. Vor allem, wenn die Busse da halt langfahren regelmäßig. Dann kann das doch da schon mal zu kommen, dass hier dann mal ein Stau ist oder da mal ein Stau ist. Und dann denke ich hier so, ja. Das ist total unnötig. Wir reißen jetzt hier einfach mal die Schiene raus, damit die Bahnen die Busspur frei halten und so noch genügend Hallo transportieren dürfen. Oh, hier ist es rot. Wieso die spawnten der automatisch? Das habe ich eben nicht verstanden. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache die Bahnen fahren, ne? So, jetzt müsste die ja außen rumfahren, die 5. Ah ne, die fährt ja zurück, die kommt raus. Ne? Dann müsste die ja da unten lang und dann sollte sich das da oben auch nicht stauen. So haben wir damit eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Und dürfen uns freuen. Natürlich sind wir hier noch nicht ganz fertig. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu passieren. Was wir aber hiermit machen können, noch zusätzlich, wäre zum Beispiel diese Straße erweitern durch eine Autobahn, die sich auf die Spezialisierung auf der anderen Seite kümmert. Das heißt zum Beispiel, dass wir hier einfach dass wir hier hochgehen ohne Probleme der Straße dann so ein bisschen folgen. Die Frage ist das gerade. So, wie viele Meter sind das? Ach, ist ja egal. Okay, ist nicht egal. Machen wir dann hier nochmal den Part nach da. Wieso geht denn das nicht? So. Ja. Das ist ein bisschen hoch gewesen eben. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das fand ich ein bisschen hoch. So. Ah, Mist. So, ja, also das kann man ruhig mal so stehen lassen, wenn wir diese Ecke hier oben auch noch haben. Dann machen wir einfach mal. Cool. Nee, 0. So wäre es okay. So, dann ändern wir den Teil nochmal auf eine Strecke, die hier rumgeht. Ey. Bah. Igitt. Okay, dann müssen wir doch hier nochmal einen Tucken runter. Das ist immer so schwer einzuschätzen, wenn du von oben drauf guckst. Dann denkst du, ist immer alles gerade. Guckst du dann auf einmal von der richtigen Seite? Denkst du so, jawohl.
Okay, jetzt geht es hier schon wieder nicht. Was muss man dann machen? Natürlich die Steigung wieder ändern. Das ist mal wieder so unglaublich, ne? Lassen wir das einfach mal so. Ist halt nicht das Perfekte hier geworden, aber... Ups, das war das falsche Teilstück. Wollte ich gar nicht. Ach du Scheiße, die haben ja... Ja, okay, dann kann ich auch alles in eins durchersetzen. Durch eine etwas größere Straße. In beide Richtungen. Hoch. So. Und dann kommt hier eine zweispurige Straße drauf und da auch eine. Ja, dann dürfen die sich erstmal damit arrangieren und dann werden wir halt da sehen, wie es ausgeht. Genau. Ich überlege gerade echt, ob wir das noch umbauen, dass die Bahn oben lang fahren und die Straßenbahn und sowas unten. Das wäre jetzt noch so eine Idee, die mir einfallen würde zu dem Thema. Aber nur damit wir hier so ein bisschen Kundschaft herkriegen. Ja, Linie 1 fährt voll. Wieso auch nicht, ne? Und laufen die denn? Laufen die jetzt hier hinten zur U-Bahn? Ja. Und steht ein... Ach lol, ein Rollerfahrer steht da im Weg. Das war ja mal uncool. So, genau. Hier sind die Leute alle weg. Ich bin froh, dass es hier so halbwegs gerade läuft. Von den Bahnen her. Die wird übervoll sein wieder hier. Was? Straßenbahn 1? Straßenbahn Depot 1 hat nicht genügend Fahrzeuge. Okay, da hinten staut sich es nicht, da oben auch nicht. Also, uns fehlte wirklich ein Fahrzeug, okay. So. Ich wollte gerade sagen, haben die jetzt hier das System lahmgelegt, aber es läuft ja Gott sei Dank noch. Schade, dass man nicht Gebäude nach hinten versetzen kann oder so. Was ist denn jetzt schon wieder los? Zum Teufel, Menschenskinder. Okay, dann kaufen wir halt. Kaufen wir nochmal zwei von denen. Ist mir das jetzt auch egal, ob wir da ein, zwei oder drei Bahnen haben. Und irgendwie erfüllt das nicht das Konzept, was ich gerne haben wollen würde. Und ja, wir entlasten damit die Hauptstraße, die da oben ist. Ja, okay, ist das dann nicht die beste Alternative? Vor allem, wenn da die Bahn jetzt nicht runterfahren, ne? Jawohl, drängelt euch einfach irgendwo durch. Okay. Es tut mir leid. Aber es ging nicht anders. Okay, wir müssten eindeutig hier die Schienen hochlegen. Oder wir verlegen die Schienen nach unten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wieso fährt denn hier oben eigentlich kein Fahrzeug? Na doch jetzt. Wird ja endlich mal Zeit, ne?
Weil manchmal ist es so, dass ihr euch freut darauf, dass hier mal ein bisschen was raushört und dann steht ihr da und denkt euch so, was zum Teufel, Alter. Warum müsst ihr draußen bleiben? Oh, traurig. Ich bin froh, dass halbwegs die Bahn hier gerade, also die S-Bahn hier durchkommen. Durch die Staus. Natürlich wieder nicht alle, aber einige, die hier gut davon kommen. Darunter hauptsächlich Linie 4, die hier den Stau verursacht, mal wieder, wie immer eigentlich. Also. Ja, wir sollten das ändern hier nochmal. Wie nah können wir denn eigentlich bauen? Das ist gerade mal meine Idee oder meine Nachfrage, die ich hier habe. Wie dicht können wir Straßen abzweigen lassen voneinander? An die dann auch wieder hier Gebäude kommen. Okay, nicht allzu nah. Okay. Dann müssen wir das hier doch nochmal umbauen. Das sind dann aber wertvolle Einnahmequellen, die dann hier wegfallen mit. Okay, wir bauen doch nochmal eine Verbindung von da mit nach da unten. Einfach dann da auch in der Hoffnung, dass das da irgendwie geht. Dann müssen wir das hier leider nochmal umbauen und bleibt uns hier leider keine Wahl. Oder keine wirkliche Wahl. Damit das halt geht. Ja, ihr seht ja, was das für ein Stau ist, ne? Warum 128 Leute nur für die Buslinie 16 wahrscheinlich, ne? Oh ja, nur 16 ist das mal wieder. Übervoll wird. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Gedanken machen, dass es hier nicht nochmal umgebaut werden muss. Das muss dringend umgebaut werden. Vor allem dann auch auf den aktuellen Stand der Zeit. Das heißt dann leider nochmal das hier oben auseinanderfrickeln und dann irgendwie nochmal sowas machen. Aber dafür machen wir uns dann extra Screenshots, wie das vorher einmal aussah. Damit wir hier auch ja keine Konflikte wieder erschaffen, kann ich allgemein einmal machen. Dann haben wir hier mindestens einen groben Netzplan davon, wie das vorher aussieht, bevor ich das einmal umgebaut habe. Und dann lassen wir die Bahn noch nicht mehr wieder so zickzackweise reinfahren, sondern dann fahren die eben auf ihrem passenden Gleis rein und fertig. Ich überlege, ob wir dann zwei, also diese Querstraßen hier doppelt machen oder ob wir das dann so lassen oder... Ja, da schwanke ich gerade noch, wie wir das machen. Weil U-Bahn, Straßenbahn kann man ja leider nicht an normale Schienen setzen. Ist ein bisschen blöd, aber damit kämen wir, glaube ich, auch noch zurecht. Im äußersten Notfall. Genau, Straßenbahn-Depot 1 immer. Wie's? Oh, ja, da fahren zwei zu viel. Woran liegt das, hä? Weil da die Fahrzeuge nicht wegkommen, weil die hier unten immer noch alle stehen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Straße wegreiße? So, jetzt fahrt mal hier rüber, Busse. Oh, hey, aufgeräumt. Oh Gott, das ist doch hier wieder unmenschlich, ne? Ja, ich glaube, da ging unser guter Versuch nach hinten los. Ja, dass wir da einfach gescheitert sind an fehlenden Mitteln. Ich glaube, dafür blenden wir dann einfach mal die Linien hier ein, die hier langfahren. Entschuldigung, nicht meine Schuld.
So, 1 habe ich gesehen, 5 und 8. Genau, die fahren hier lang, das ist richtig. Und dann die Buslinien 29 und 16. Ne, 5, doch, 16 war es, ja, 16. Und 29 sind hier auch mit drin. Wieso haben wir eigentlich eine 29? Die kann eigentlich hier weg. Genau, dann haben wir das hier wenigstens schon mal aufgelistet. Dann sehen wir auch, welche Linien, ja, in Anführungszeichen, defekt sind. Genau, 1,7 Millionen. Hier sollte, glaube ich... Wieso fahren die Bahnen denn alle mit offenen Türen, die hier rauskommen? Die auch. Die nicht. Ich glaube, manche Bahnen haben da so einen kleinen Bug drin. Dass sie da irgendwas falsch sehen. Ah Gott. Wir sollten vielleicht vorher noch die U-Bahn öffnen. Die hier langfahren. Genau, das ist die 1. Das ist die 4. Das ist die 5. Das ist die 7. Das ist die 8. Genau, ihr müsst euch mal vorstellen, von diesem zentralen Punkt aus, machen wir das, das ist natürlich ungünstig, aber ihr seht so ungefähr, wo wir alles hinfahren von hier aus, ne? Also wir kommen eigentlich bis in die entlegensten Ecken, hier. Natürlich noch nicht ganz nach da oben oder nach, doch hier drüben kommen wir hin. Hier drüben fährt natürlich eine andere Bahn lang, die schneidet sich dann irgendwo hier und fährt dann auch bis da oben hin. Also da sind wir gar nicht so schlecht ausgestattet, wie man denken kann. Da bin ich auch ganz froh eigentlich drüber, dass das so einfach im Moment ist hier bei uns. Und vielleicht machen wir das sogar einfach nur so, dass wir hier nur minus 4 einfach einsetzen. Dann sind nämlich die Bahnen... Nee. Oder wir machen einfach die Bahn oben drüber. Dazu käme mir jetzt die Idee. Okay, das ist vielleicht ein bisschen hoch fürs Erste. Aber es wäre ein Versuch wert. Okay, waren doch 16 richtig. Genau, 16 waren doch richtig. Und wenn ich jetzt hier die Haltestelle draufsetzen würde... Frage ist, kommt die auch da hinten raus oder kommt die hier unter raus? Okay, was natürlich nicht der Fall ist. So, okay, probieren wir es nochmal an einer anderen Stelle. Ah, hier oben ist sie jetzt, okay. Ja, das werden wir uns dann, glaube ich... Wir können ja jetzt hier schon mal so ein bisschen anfangen. Ich habe hier die Linien markiert, bei denen wir das machen müssen. Das ist natürlich diese Investition fehl gewesen, die wir da getätigt haben. Aufgrund falscher Anmaßungen hier. Werden wir halt drunter leiden, ne? Das ist gar nicht das Ding. Das akzeptiere ich jetzt auch eiskalt. So, wenn man mit dem Linienlöscher einmal auf eine Linie geht, dann kann die verschwinden. Okay. So, erstmal alle Linien hier raus. Hauptsache, wir haben hier alles frei. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was haben wir denn hier an Möglichkeiten. Auf 8 waren schon minus. Okay. Dann sollten wir einfach mal minus 4 ausprobieren. Die dann in immer gleichen Abständen ziehen. 1000, nee, 100 Meter sollten reichen. So im Dreh, 100 Meter. Okay, wir können ja auch mal von oben drauf gucken und dann immer diese Kästchen nehmen, dann sind wir ja eigentlich immer tief nah.
So, wir brauchten 5, ne? Ich glaube, wir brauchten 5 Linien. So, dann den in der Mitte. Und dann den da oben. So. Irgendwie sieht das witzig aus. Und dann setzen wir ein. So, ne? Jetzt will ich einfach nur mal gucken, ob das hier irgendwelche Auswirkungen hat. Scheint nicht so wirklich der Fall zu sein. Denn es wurde ein bisschen falsch gebaut eben. Wenn ich den wegreiße, dann sollten sie ja woanders platziert werden. Okay, oder auch nicht. Mit Mittelstraße und 3 in jede Richtung. Nö, runter. Falsche Taste. Auch nicht schlecht. Wieso haben wir die eigentlich nicht wieder abgerissen, die Straße? Wenn die da eh gerade nicht benötigt wird. Hallo? Ach, da oben. Das erkennt er dann jetzt wieder als eine Höhe an. Uncool. So. Okay. Dann haben wir da wenigstens schon mal die Viererhöhe. Ich will am liebsten hier immer genügend Platz zwischen haben, damit hier immer eine. Wie heißt das? Damit immer eine Straße doch gebaut werden kann. Deswegen müssen wir dann doch wahrscheinlich mal auf den Abstand ausweichen. Minus 4 mache ich. Das ist ja richtig. So, jetzt probieren wir das nochmal. Da oben sind wir ja schon bei plus 4. Wo ist denn die Haltestelle hin? Jö. Das ist zum Beispiel auch wieder so eine Frage. Wo sind die Haltestellen hin? Wo du da anfängst, du denkst, ja. Oder dann am Ende verzweifelst und dir noch so denkst, eigentlich ja, ne? Hätte es ja anders sein können und müssen, aber irgendwie ist es nicht so. Okay. Das heißt, wir werden das wohl so machen, dass wir hier zwischen, also 2 ganz dicht aneinander bauen werden. Dann einen Abstand und dann wieder 2 ganz dicht aneinander. Und dann halt hier so ein bisschen Platz zu schaffen. Auch für die folgenden Linien. Und dann halt immer so eine Haltestelle um zwischendurch. Das könnte gut werden. Genau, wir haben da ja noch so ein bisschen Platz. Dann machen wir jetzt hier ein größeres Stück frei.